Es ist Donnerstag, der 26. Oktober 2017. Hier ist eine Aufnahme für die Sendung Macht und Menschenrechte. Mein Name ist Volker Reusing. Heute spreche ich mit Niki Vogt von den Unbestechlichen und es geht um die Rede seiner Exzellenz des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vor am Tag der Diplomaten in Frankreich. Hallo Niki, schön, dass du Zeit hast. Ja, hallo Volker, freut mich auch. Und ich finde es eine große Ehre, dass ich die neue Reihe deiner Interviews eröffnen darf. Die meisten Leute kennen dich von Querdenken als Chefredakteurin und jetzt bist du zu den Unbestechlichen gewechselt. Jawohl, da bin ich jetzt seit Mitte Juli. Macht sehr viel Spaß und ich kenne ja den Jan Holey schon sehr lange und war auch damals schon bei Secret TV dabei. Ja, kommen wir zu Präsident Macron. Du hast ja auch einen Artikel zu ihm auf den Unbestechlichen, bei den Unbestechlichen veröffentlicht. Und ich habe mir die Rede einmal durchgelesen mit Französisch-Wörterbuch daneben und mir ist da aufgefallen, so ein scheinbarer Widerspruch. Einerseits sagt Macron, dass er Frankreich als Großmacht sehen will. Also praktisch so auf Augenhöhe mit den anderen Großmächten. Und andererseits will er Souveränität für die EU. Wie passt das zusammen? Ja, gute Frage. Also das würde ich jetzt einfach mal auch aus taktischen Gründen so formuliert sehen. Denn er sagt ja selber, dass die Franzosen eigentlich in solchen makroökonomischen Dingen nicht sehr gut zu haben sind, wie zum Beispiel, dass ihnen ihre Rechte als Arbeitnehmer beschnitten werden und so weiter. Aber wenn man den Franzosen ihr Gefühl der Grande Nation wiedergibt und das Gefühl, also ganz vorne an als Großmacht am Weltgeschehen teilzunehmen, dann sind sie ganz anders bereit. Also im Franzosen steckt halt schlicht und einfach schon noch der Wunsch, in der Weltgeschichte und auf dem Globus eine Rolle zu spielen. Und insofern würde ich das jetzt mal ein bisschen auf diesem Hintergrund sehen, dass er mit einer gewissen Schmeichelei erreichen möchte, dass Frankreich dann ihm doch besser folgt, als es im Moment aussieht. Also darf ich da ein bisschen weiter ausholen? Ja, von mir aus gern. Man muss ja sehen, dass er schon zu Anfang seiner Rede erst einmal eine Philippika loslässt und sagt, dass Frankreich in der wirtschaftlichen Entwicklung weit zurückhängt. Das wissen wir auch alle. Es haben schon einige Präsidenten vor Macron versucht, Reformen anzufachen. Und wir wissen alle noch, wie die Franzosen darauf reagieren. Also es hat bis hin zur Geiselnahme von Betriebsleitungen geführt und auch die französische Polizei hat teilweise schon geradezu das Volk angebettelt, man möge doch mal bitte ein paar Tage Ruhe geben, dass die Polizei nicht immer nur mit der Kontrollierung von Aufständen zu tun hat. Also die waren wirklich am Ende, die Jungs von der Polizei. Wir wissen alle, die Franzosen sind sehr schnell auf den Barrikaden und Revolution ist da nicht weit weg, das kann der Deutsche so nicht verstehen, aber die Franzosen ticken so. Dazu kommt, dass Macrons Zustimmungswerte ziemlich schwinden und je mehr er jetzt von den Maßnahmen rauslässt, die er, und da kommen wir ja später noch drauf, dem Arbeitsmarkt als Rosskur angedeihen lassen will, umso weniger Freude haben die Franzosen an ihrem neuen Präsidenten. Insofern muss man jetzt das auch zum Teil so ein bisschen als Schmeichelei sehen. Und er sagt ja in seiner Rede, Frankreich findet nur dann zu sich selber, wenn es zum Kampfe geführt wird, die größer als sein Land sind. Ist das sehr pathetisch. In Deutschland käme sowas nicht sehr gut an. Man darf auch nicht vergessen, dass Frankreich ist eine Vetomacht und Atommacht in Europa. Und ja, das hat Macron ja auch in anderen Ländern sehr deutlich gemacht. Er war ja zum Beispiel in Polen und hat sich dort, so geäußert, dass das Außenministerium in Warschau
den Geschäftsträger der französischen Botschaft dort einbestellt hatte, um sich über die arroganten Worte des neuen Präsidenten aufzuregen. Also das kam da überhaupt nicht gut an. Ja, der zweite große Punkt ist, tatsächlich soll ja auch, das sagte er vor diesen ganzen Botschaftern, das Bild eines starken und offenen Frankreich von ihnen in die Welt getragen werden. Man sollte das mal so sehen. Macron sieht natürlich durchaus die Probleme, in denen Europa ist. Und er möchte seinen persönlichen und damit auch Frankreichs Einfluss ausweiten. Ich glaube, er hat da so ein bisschen die Vorstellung, dass er die Rolle von Bismarck im Kaiserreich sieht, der sich ja als ehrlicher Makler betätigte und mit seiner Politik auf Ausgleich und Verständigung untereinander nicht nur für ein friedliches Miteinander für lange Zeit sorgen konnte, sondern auch Deutschland dadurch einen Stellenwert gegeben hat, eben in dieser Rolle, die er wahrscheinlich auch gerne hätte. Man braucht ja nur mal zu sehen, mit wie großer Geste er der französische Präsident Macron den neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump eingeladen hat. Und das macht er jetzt eigentlich in Folge, dass er mit großen Gesten über Zusammensprechen und so weiter spricht. Also in Frankreich selber, und wenn man mal in die Zeitungen und Medien da guckt, spricht man gerne von der Diplomatie des permanenten Paukenschlages in Frankreich. Und das trifft es ziemlich gut. Ja, das würde ich jetzt mal sagen, hat beides ist da drin. Einmal eben dieses Beschwichtigen der eigenen Landsleute und sie wieder hinter sich zu sammeln. Und zweitens, so sehr er Europa will, ich denke mal, er sieht in einem geeinten Europa ein Werkzeug, mit dem er in der Welt zur Geltung kommen will und mit seiner Diplomatie und dem großen Europa im Rücken glaubt, als Franzose Weltpolitik machen zu können. Ich sehe da keinen großen Widerspruch. Der Widerspruch, den ich dort sehe, ist eben, dass er das Wort Souveränität benutzt. Ich meine, seit dem Lissabon-Vertrag ist ja in einem der beiden Verträge der EU, ich weiß den Artikel jetzt nicht auswendig, eingebaut, dass die EU Rechtspersönlichkeit hat. Also die EU kann internationale Verträge mit anderen Staaten oder anderen internationalen Organisationen haben, aber sie ist trotzdem nur autonom. Das heißt, sie existiert eben nicht aus sich selbst heraus wie ein Staat, sondern beruht auf den Verträgen, und souverän sind nur die Staaten. Und jetzt spricht er davon, dass die Souveränität Frankreichs bei der EU liegen soll. Das hört sich an wie ein Staat EU. Wenn Frankreich nur Provinz dieses Staates EU ist, wie kann es gleichzeitig Großmacht sein? Diesen Widerspruch sehe ich da. Ja, da siehst du aber, also da möchte ich dir sagen, da bist du philosophisch, staatsrechtlich zu pingelig. So pingelig ist er nicht. Für ihn bedeutet so, wie man die Rede, wenn man sie liest, versteht, Souveränität ist, wenn man das Heft des Handels in der Hand hat. Punkt. Und das nimmt er sich. Das ist schlicht und einfach das, was er unter Souveränität versteht, so wie ich das auch verstehe bei ihm. Denn wenn man seine ganze, man muss ein bisschen die ganze Rede im Überblick betrachten. Auch die ganze Ankündigung, dass er schon gesagt hat, ja, also er wird der Souveränität Europas Vorschub, also er will die einführen, aber ohne Änderung der Verträge der EU, was ja gar nicht geht. Und siehe da, kaum hat er das in seiner Rede gesagt, ist das schon Schnee von gestern. Also es wird ja jetzt auch berichtet, die Modernisierung der Europäischen Union, die ist ganz wichtig, und dazu können auch bestehende Verträge geändert werden. Das ist in der Tagesschau gesagt worden. Also Merkel und Macron haben ja dann auch direkt gesagt, es gäbe keine Tabus, wir können dem Ganzen eine völlig neue Dynamik geben, und Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht, und Europa wird es nur mit einem starken Frankreich gut gehen. Ja, dann müssen eben die Verträge einfach mal geändert werden. Und das haben sie auch beide so gesagt. Also
das ist, du bist da immer noch, du spielst nach den Regeln. Der spielt nicht so nach den Regeln. Macron ist ein Macher. Und wenn du die ganze Rede siehst und liest, dann musst du schon viel interpretieren. Was sagt er hier genau? Was meint er genau? Und du stellst fest, er sagt vieles gar nicht genau. Aber wenn du den Schlussstrich drunter ziehst und sagst, was kommt denn dabei rum? Dann bekommst du ein klareres Bild. Das heißt, selbst rechtlich klar definierte Begriffe benutzt er manchmal nur als Metaphern. Richtig. Das ist mir jedenfalls so aufgefallen. Und genau an was du gerade sagtest, du hast vollkommen recht, Volker, das hast du zwar glasklar erkannt, aber es nützt nichts. Er sagte ja, non pas, je vous rassure, des changements de traité déjà ficelés. Also es gibt keine Änderungen an den Verträgen, den EU-Verträgen. Und ein paar Tage später heißt es, es gibt keine Tabus, wir können alles ändern. Ja, ich finde es ja auch deswegen, eine der größten Auswirkungen ist ja auch, diese konkurrierenden Vorrangansprüche. Im EU-Recht haben sie ja drin, dass das gesamte EU-Recht über allem nationalen Recht stehen würde. Artikel ja. 1, Artikel 51 EU-Vertrag und Erklärung 17. Die drei Artikel zusammen sagen das. Und dann haben sie Gummivorschriften für Militärmissionen in aller Welt. Aber Angriffskriegsverbot haben wir die meisten Staaten nur über die UNO. Und ein paar Staaten haben noch das Glück, das in der nationalen Verfassung zu haben. Und der große Unterschied, wenn man einen Staat EU macht, dann sind die Verträge der EU dann sowas wie die Verfassung dieses Staates und da fehlt dann das Angriffskriegsverbot, aber die Gummivorschriften für Militärmissionen aller Welt haben sie dann und dann steht das ganz klar über dem Angriffskriegsverbot von der UNO-Charta und von den bisherigen nationalen Verfassungen, die dann wahrscheinlich Verfassung von Bundesländern nur noch wären. Exakt. Und das wäre ein Riesenunterschied dafür, ob er dann einen Staat haben will oder knapp unterhalb der Schwelle bleiben will. Ja, aber darüber hat er sich nicht wirklich genau geäußert. Wo wir beim Thema auch, Sicherheitspolitik sind, aus seiner Rede, aus dem Wortlaut, habe ich nur erkannt, dass er eine erweiterte strukturelle Zusammenarbeit zwischen einzelnen Mitgliedstaaten will. Also eine engere militärische Zusammenarbeit für die, die das wollen. Das haben wir seit dem Lissabon-Vertrag als Möglichkeit. In der Rede habe ich nicht explizit gefunden, dass er eine EU-Armee will. Hat er das wirklich da gesagt oder später erst? Nein, er hat es in der Klarheit überhaupt nicht gesagt. Aber er sagte zum Beispiel, man kann es allerdings sehr genau ableiten. Also er sagt einmal, natürlich ist die Europäische Union ein Monster, ein Leviathan. Sie hat keine populäre Legitimität, aber sie wird legitim, wenn sie ihre Staatsbürger schützt. Und er redet ja einem gemeinsamen Verteidigungsbudgets und eine Einheit für Auslandseinsätze und eine Doktrin für die Einsätze das Wort. Und das will er alles schon bis 2020. Und er sagt ausdrücklich, er will die Öffnung der nationalen Armeen der Mitgliedsländer für Soldaten aus anderen EU-Staaten und hat auch gleich gesagt, es könnte aus jedem EU-Staat Interessierte als Soldaten in die französische Armee eintreten. Und er sagte ja auch, Moment, wo habe ich das hier in der Rede? Enfin le développement de l'Europe de la défense, also die Entwicklung Europas, von der Verteidigung Europas, eine Idee, über die wir nun seit so vielen Jahren reden, aber die unter der Förderung durch die Europäische Kommission ist soutenu par le couple nur noch durch das Paar Frankreich-Deutschland vorangetrieben wird, hat schon konkrete Fortschritte gemacht beim letzten europäischen Treffen des Europäischen Rates, denn da wurde avec la mise en place d'un fonds d'une coopération structurée permanente. Das Ding gibt es, strukturelle permanente Kooperation, die gibt es nämlich auch auf der Seite der Bundesrepublik Deutschland. Und heißt PESCO, mit Struktur ans Ziel. Und das heißt im Deutschen mit der ständigen strukturierten Zusammenarbeit.
soll die gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU verbindlicher gestaltet werden. Und das, darf ich das hier mal ein bisschen ausführen? Es hört sich an wie lauter Zwischenschritte zur EU-Armee. Ja, genau um das geht es. Wir machen das hier Schrittchen für Schrittchen, das sagt er auch. Die Fixierung auf Nationalstaaten Europa passe nicht in die Zeit. Staatsgrenzen mit Binnenmärkten inmitten der globalisierten vernetzten Welt wären anachronistisch. Und er sagt jetzt, wie gesagt, jeder EU-Bürger darf jetzt in die französische Armee eintreten. Und das hat er kurz vor der Bundestagswahl gesagt. Denn wenn jetzt die Jamaika-Koalition zustande kommt, müsste Deutschland ja dort schon die Rahmenbedingungen auch aushandeln. Also die Parteien, die in diese Jamaika- oder Jamaika-Koalition eintreten, müssen das ja jetzt schon berücksichtigen, was Macron da vorgegeben hat. Und hier geht es nämlich um diese Verwirklichung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion, ESVU. Und die ist schon seit 2003 in den Richtlinien des Bundesministeriums der Verteidigung festgeschrieben. Das ist überhaupt nicht neu, wurde aber immer bisher ausgebremst. Das ist insbesondere aus Großbritannien. Also die haben am meisten da gesperrt. Und auch Frankreich war da nicht so proaktiv, wie er jetzt ist. Und jetzt ist aber Großbritannien draußen und Macron schiebt das jetzt richtig nach vorne. Und er hat klar gemacht, dass schon innerhalb, also hier in Wochen, er redet schon gar nicht mehr von Monaten, innerhalb von Wochen sollen interessierte EU-Regierungen gemeinsame Rüstungsprojekte vorschlagen. Und das hat auch der Europäische Auswärtige Dienst in Brüssel auch ganz klar gesagt. Noch vor Jahresende sollen 20 Staaten diesen rechtlichen Rahmen einer ESVU regeln und die Finanzierung für den ganzen Kram auch schon festlegen. Und das hat auch Frau von der Leyen schon öffentlich gesagt. Also das ist alles in der Mache. Und auch in seiner Rede sagt Macron, es geht also auch um Cyberabwehr, gemeinsame Truppen, die in Krisen schnell eingesetzt werden können, Eingreiftruppen und einen gemeinsamen Verteidigungshaushalt. Dass das Ganze jetzt nicht sofort eine europäische Armee ergeben kann, liegt aber auch zum Teil daran, das wird auch in der Rede erwähnt, dass es bei all diesen verschiedenen EU-Mitgliedstaaten halt immer noch jeweils völlig verschiedene Verteidigungs- und Wehrsysteme gibt. Also so und so viele Fighter-Typen, die Panzertypen, die Munitionen, wenn sie nicht NATO-Munition sind, sind ja noch unterschiedlich. Und da bremsen wiederum die Rüstungslobbys, und zwar die nationalen Rüstungsfirmen, die natürlich wenig Lust haben, sozusagen in einer normierten EU-Bewaffnung aufzugehen. Also das sind die eigentlichen praktischen Hindernisse, sind die unterschiedlichen Rüstungssysteme. Aber die Richtung geht eindeutig, und zwar klatschbumm vorwärts in eine EU-Armee. Die wird, wie du richtig sagtest, Schrittchen für Schrittchen, aber immer in eine Richtung. Da fällt mir ein, vom Verhältnis zur NATO, in einem der Protokolle zu den Verträgen der EU steht drin, wenn die ein und dieselben Truppen jetzt angefordert werden von der EU und von der NATO, gehen praktisch Anforderungen der NATO immer vor. Aber auf der anderen Seite ist NATO-Recht, ganz normales Völkerrecht, steht eine Stufe über den nationalen Gesetzen, also nicht so hoch wie Verfassung oder UNO-Charta oder sonst der größte Teil des EU-Rechts, bis auf bisher die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, anerkannt wird vom Rang her. Also EU-Recht steht da praktisch außer bis auf die Außen- und Sicherheitspolitik weit über dem NATO-Recht, aber NATO-Einsätze haben Vorrang. Ich meine, dass es weit über dem NATO-Recht steht, das ergibt sich aus nationalen Verfassungen, deren Rangansprüchen aus der UNO-Charta.
aus Sicht des EU-Rechts steht auch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ganz weit oben über den nationalen Verfassungen. Ich finde das interessant. Einerseits dieser hohe Ranganspruch, andererseits, wenn es um konkreten Einsatz geht, sollen die NATO-Anforderungen Vorrang haben. Ich frage mich, wie das geht mit einer EU-Armee. Ja, das kann ich dir auch nicht beantworten. Aber es wird ja in der Rede von Macron und auch tatsächlich jetzt hier in den ganzen Erörterungen, die jetzt in diesen Gremien stattfinden, schon gesagt, dass es alles in die NATO eingegliedert wird. Ich kann nicht beurteilen, ob das eine Art Wedeln mit Blümchen in Richtung Amerika ist. Denn wir wissen ja schon, dass Macron ein Transatlantiker ist. Oder ob es sich tatsächlich um wirklich den Vorsatz handelt, dass die EU-Armee eine Art, Zweigstelle oder Unterarmee der NATO ist. Das heißt, dann hätte man im Ergebnis Länder wie Österreich, wie Finnland oder wie Irland, die bewusst nicht in der NATO sind, dann doch mit drin. Vielleicht geht es ja auch darum. Sogar die Schweiz wäre im Prinzip mit drin. Also die neutrale Schweiz ist gar nicht mehr so neutral, wie sie tut. Das ist so. Die nationalen Armeen sind, soweit man das erkennen kann aus dieser Rede, jedenfalls erwähnt er das an einer Stelle so im Prinzip nur noch für den Inlandsnotfall. Das ist dann so eine Art erweiterte technische, wie heißt der, technische Hilfe? Nee, wie heißt das nochmal? Ach, egal. Jedenfalls außer Feuerwehr und Roten Kreuz gibt es ja noch diese technischen Hilfsdienste, die bei irgendwelchen Katastrophen auftauchen. Ich weiß auch, den Namen fällt mir gerade nicht ein. Ja, das sind dann im Grunde so die Jungs, die dann noch die Sandsäcke für überlaufende Dämme oder sowas schleppen oder Erdbeben oder so etwas. Die Verteidigungspolitik, er will sich ja vier Schwerpunkte setzen. Er will sich mit Arbeitnehmerrecht beschäftigen auf EU-Ebene, Migration, Handelspolitik und mit Verteidigung. Was hat er denn zu den anderen Schwerpunkten vor? Womit wollen wir denn anfangen? Was will er denn zur Migration? Ja, die Migration, das ist ganz interessant. Da hat er schon wieder ein bisschen gewackelt. Er sagt, dass er die Migration im Grunde verpflichtend für alle und auch einheitlich in Europa geregelt haben will. Und in dieser Rede sagt er auch, dass er die nur anders lenken will. Er will also in den Durchgangsstaaten, Tschad und Niger zum Beispiel, Agenturen aufbauen, in denen sich Leute aus Afrika, überhaupt aus Afrika, die nach Europa kommen wollen, melden müssen und dort ihr Ansinnen geprüft wird, ihr Anliegen geprüft wird, ob sie in Frage kommen, nach Europa im Prinzip auch übersiedeln zu wollen. Und wenn nicht, dass es dann aber nicht möglich ist, für diese Leute einzureisen, dass es dann einen verstärkten Grenzschutz geben soll. Da sagt er sogar ausdrücklich, dass es ein gesamteuropäischer Grenzschutz werden soll. Das wird wahrscheinlich auch Frontex aufbauen dann. Das ist dann auch nicht mehr die Frage der einzelnen Nationen, wie jetzt zum Beispiel Italien, was dann seine Grenzen schützen müsste. Oder wie wir es jetzt sehen, was ja Ungarn und so weiter machen, die dann ihre Grenze schützen, sodass sie gar nicht mehr nach Europa reinkommen, sondern es werden nicht mehr von den nationalen Sicherheitskräften die Grenzen dicht gemacht, sondern von den europäischen Sicherheitskräften, wo also gesagt wurde, dass sie befürchten, dass bis zu 7 Millionen in der nächsten Zeit oder schon 2018 aus Afrika nach Europa rüberkommen würden, nur aus Afrika. Also da ist doch eine ziemliche, ich sag jetzt mal, eine wahrnehmbare Lücke,
die wir hier sehen. Es kann natürlich sein, dass er damit Punkte machen will, dass er sagt, wenn die illegale Migration wegfällt und nur die Ausgesuchten kommen können, werden das nur so wenige sein, um die Duldungsstarre der Europäer dadurch, da den Widerstand zu eliminieren, dass dann sich nicht mehr viel rührt. Mein Gott, wer regt sich über 10.000 in 2 Jahren auf? Insbesondere, wenn die auch noch gebildet sind, vielleicht wahrscheinlich gute Manieren haben und tatsächlich in der Wirtschaft einzugliedern sind. Gut, jetzt muss ich auch ehrlich sagen, wer hätte auch was gegen solche Leute? Ja? Ist ja auch so. Also ich muss jetzt auch sagen, wenn mir jemand gegenübersteht, ob der grün, blau, rot, dunkel, schwarz oder gelb ist, wenn es ein anständiger Mensch ist, wenn der mitmacht, ein guter Bürger ist, ein netter Nachbar, hätte ich da kein Problem mit. Ja. Was ich eben meinte von wegen Wirtschaftsflüchtlinge, Verhalten von Wirtschaft oder wirtschaftsfreundlichen Institutionen ist ja auch eine Fluchtursache, das meine ich. Und in dem Sinne, wie die Wirtschaft sollte vielleicht mal bezahlen, damit die Menschen oder sollte ihr Verhalten ändern. In dem Sinne hat das aber nicht gemeint. Das wäre mal ein freundlicher Begriff vom Wirtschaftsflüchtling, wie die Wirtschaft soll in Ordnung bringen, was sie zur Flucht beiträgt. Ja, gut, das wäre jetzt natürlich schon eine Idee, wobei man sagen muss, wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, was denn, es gab ja mal so eine Art Marshallplan für Afrika. Und da ging es ja darum, mit Investitionen und Geld verteilen, da eine Infrastruktur aufzubauen und so weiter und so fort. Da hat Macron übrigens eine ziemlich harsche Bescheid drauf gegeben und meinte, er würde keine Sekunde daran glauben, dass wenn die Pläne, die Industrieländer Europas mit Afrika haben und da Geld reinzustopfen, dass das was werden würde. Er hat sich dann ein bisschen in die Nesseln gesetzt und gemeint, in Ländern, wo die Frauen 7 bis 8 Kinder hätten, könnte man Milliarden ausgeben, das würde nichts stabilisieren. In der Tat klingt das blöd, das klingt nicht gut, was er da sagt. Und das klingt natürlich schon rassistisch und das hat sich auch alles aufgeregt. Man muss aber auch sehen, dass in unterentwickelten Ländern oder Ländern, die sehr oft wie zum Beispiel der Kongo, von ständigen Bürgerkriegen heimgesucht werden und keinerlei Sozialsysteme haben, ist das so wie in Europa früher auch. Du kannst im Prinzip als Altersvorsorge nur Kinder haben. Das ist zwar auf die Menge dann eines Staates desaströs, weil immer mehr Mäuler gefüttert werden müssen, aber das hast du in Indien auch. Also ohne Nachkommen ist, oder mit nur sehr wenigen Nachkommen, sind alte Menschen unversorgt und wenn sie sich nicht mehr selber ernähren können, einem sehr unschönen Schicksal ausgeliefert. Nun muss man auch dazu sagen, dass die Unruhen, Bürgerkriege und Probleme in Afrika auch durchaus von den mit Gewalt durchgesetzten Interessen der westlichen Länder angefacht wurden. Wer sich da jetzt etwas anders verhält, wenn auch nicht moralisch unbedingt besser, das sind die Chinesen. Also zum Beispiel wird ja im Kongo das Kobalt für Batterien, für Hochleistungsbatterien gewonnen. Das sind Minen, in denen entsetzliche Bedingungen herrschen und kleine Kinder ihre Gesundheit völlig ruinieren, indem sie in diesem giftigen Geröll nach Kobaltbrocken suchen. Und die Chinesen haben dort die Hand drauf. Die betreiben diesen ganzen Handel mit diesen Rohstoffen. Also VW hat ja versucht, für seine Elektromobilitätszukunft langfristige feste Verträge für Kobaltlieferungen zu bekommen, um die nötigen Batterien zu bauen. Sie haben nichts bekommen. Die Autohersteller prügeln sich jetzt um diese Rohstoffe. Und die Chinesen sind längst in Afrika. Und im Gegensatz zu den westlichen Politikern, die in kein afrikanisches Land kommen, ohne erst einmal die Regierung zu ermahnen, die Menschenrechte zu beachten, machen das die Chinesen nicht. Denen ist das völlig Wurst.
die mischen sich da nicht rein. Und mit Menschenrechten haben die da auch nicht viel zu tun. Andererseits bauen die oft Infrastruktur auf, die dann der Region durchaus helfen kann, je nachdem, was es für ein Projekt ist. Die Sache ist nicht so einfach mit Afrika. Macron hat ja auch Pläne für Afrika mit den 3Ds, Verteidigung, Entwicklung, also Development und Diplomatie. Ja. Verteidigung habe ich so verstanden, dass es da darum geht, dass Frankreich afrikanischen Staaten militärisch hilft, vor allem gegen dschihadistische Bewegungen. Ja. Aber was was versteht er unter Entwicklung und in welche Richtung will er die Diplomatie lenken bezüglich Afrika? Also unter der Diplomatie versteht er eigentlich, dass er da überall und mit jedem reden möchte. Also er will da kein festes Programm fahren und auch das wird sehr schwammig ausgedrückt, sondern er will im Grunde diese Politik, die in Afrika, insbesondere Libyen wohl, betrieben wird, da will er sich reinhängen und will dort eigene Interessen und eben auch französische, nicht nur europäische Interessen durchsetzen. Er sagt, zum Beispiel sind ja in Libyen etwa 100 Milliarden aus dem Finanzministerium verschwunden, während der Zeit, wo Gaddafi oder nach der Zeit, wo Gaddafi ja gestürzt und umgebracht worden ist. Und Macron hat das schon sehr klar gemacht. Er hat ja jetzt den libyschen Premierminister, ich glaube, der heißt Sarraj, und den Chef der libyschen Armee, diesen Haftar, die hat er ja schon mal wieder zusammen an einen Tisch gebracht und da hat er so seine Diplomatie auch eingesetzt und die beiden haben dann gesagt, ja, sie wären schon interessiert an einer Unterstützung der Europäischen Union für eine Entwicklung oder Befriedung jetzt wieder in Libyen. Und die Bedingung war, dass diese verschwundenen 100 Milliarden einfach kein Thema mehr sind. Auch eine Art und Weise zu verhandeln, ne? Muss man ja mal sagen. Ja, das hört sich so an, als ob die auf mehrere Köpfe verteilt worden wären. So könnte man das sehen. Ja, genau. Aber das so läuft das dann halt. Er hat ja auch im Grunde so den Botschaftern gesagt, es geht jetzt eigentlich weniger darum, französische Werte, französische Kultur nach außen zu vertreten, sondern durch geschicktes Verhandeln, Leute zusammenbringen, Ideen anzustoßen, Projekte anzustoßen. Da geht es eigentlich mehr so um das Trüffelschwein, das die Trüffel unter den Bäumen im Wald erschnuppert. Wenn Sie also irgendwas finden, wo Sie sagen, ja, super, toll, hier könnte Frankreich, vielleicht auch die Europäische Union von profitieren, dann wird das eben sehr isoliert als Projekt, als bilaterale Sache mit irgendeinem Staat, mit irgendeiner Regierung, mit irgendeinem Unternehmen in einem anderen Staat, in Afrika zum Beispiel, durchgezogen. Da müssen dann unter Umständen die ganzen anderen auch nicht die Nase dran kriegen. Das erinnert mich so ein bisschen an China, wenn China ja auch in Infrastruktur investiert, nur dass er dann vielleicht Entwicklungshilfe drüber schreibt. Ja, im Prinzip ja. Die gucken, ich nehme an, also das ist jetzt meine Meinung, die Franzosen haben das studiert, was die Chinesen in Afrika machen. Die kaufen große Flächen, die sie nutzen können, entweder landwirtschaftlich oder vom Holz her oder weil dort Bodenschätze sind oder haben langfristige Verträge dafür. Die fragen überhaupt nicht danach, wie die Gesetze des Landes sind und ob ihnen das passt und ob das ihren moralischen Standards genügt. Überhaupt nicht. Die setzen da Leute ein. Das haben sie übrigens in Griechenland auch gemacht, als da verkauft wurde. Die haben, glaube ich, Piräus, den Hafen Piräus unter ihre Fittiche genommen. Und das lohnt sich für die. Und sie werden überhaupt nicht belästigt. Niemand hat da ein Problem mit den Chinesen. Und es lohnt sich sehr für China. Das ist vielleicht etwas, was Macron da als Vorbild sieht und wie er das einfach pragmatisch machen will, wie seine ganze Rede eigentlich
nicht von philosophischer Tiefe und exaktem Denken geprägt ist, sondern von Pragmatismus, von schönen Worten, von hübschen Vorsätzen, von Pathos und toller Zukunft. Ich sehe da nicht so sehr die Rede eines Staatsmannes, sondern eines Geschäftsmannes. Ja, von wegen Geschäftsmann. Er spricht ja auch von Arbeitnehmerrechten in der Rede, sagt aber nicht so deutlich, was er will. In anderen Nachrichten hat man schon deutlicher gelesen, was er da verändern will. Soll ich da was zu sagen jetzt? Ja, was ist dein Eindruck, was er hauptsächlich ändern will bei Arbeitnehmerrechten? Naja, er weiß ja schon, dass er bei den jetzigen Verhältnissen, wenn er dabei bleibt, wird Frankreich immer weiter in wirtschaftliche Probleme rasseln. Die Arbeitnehmer haben bisher sehr weitgehenden Schutz gehabt. Also der Code du Travail ist bisher auch wütend von den Gewerkschaften verteidigt worden. Also der kleinste Eingriff da rein führte wieder zu Massenprotesten. Jetzt aber wird er mit sogenannten Ordonnances, also mit so einer Art Verordnungen, dort Reformen durchführen, sagt er. Also dieser ökonomische und soziale Rat, ECOSOC, Conseil économique et social, wird mit anderen Worten oder einem anderen Wortschatz vorgehen. Das heißt jetzt Reduzierung, Reducement, nicht mehr Entlassung. Der Staat soll verschlankt werden. Jeder zweite gewählte Beamte auf allen möglichen politischen Ebenen wird nicht mehr ersetzt oder gekündigt. Und es geht eigentlich jetzt in Frankreich so, wie das Management eines in Bedrängnis geratenen Unternehmens reagieren würde. Das, was wir sehen, wenn ein Unternehmen finanziell nicht mehr gut läuft und muss sich verschlanken und muss rationalisieren und so weiter und so weiter, das hat er im Prinzip vor. Und da gibt es aber einen Ausschuss für die Befreiung des französischen Wachstums. Der ist schon in der Wirtschaftskrise 2008 gegründet worden. Der Präsident ist Jacques Attali. Und damals war Emmanuel Macron dessen Generalsekretär. Der kennt sich also sehr gut aus in diesen Plänen und in den Maßnahmen, die man damals schon entwickelt hat, die aber nie durchgesetzt worden sind. Der hat praktisch den Fahrplan davon her noch in der Tasche. Und das wird er jetzt versuchen durchzusetzen. Ob er das schafft, weiß ich natürlich nicht. Ich habe im Artikel weder links noch rechts in der Zeitschrift Hintergrund von Lou Marin habe ich gelesen, dass er sich vor allem auch um den Kündigungsschutz kümmern will, also den Kündigungsschutz zu lockern. Ja, Kündigungsschutz lockern ist eine der zentralen Punkte, denn es ist so, dass der sehr, sehr umfassend ist in Frankreich, aber eben auf der anderen Seite auch die Jugendarbeitslosigkeit ein echtes Problem ist. Und eine Jugendarbeitslosigkeit hat schon immer in der Geschichte einen zweiten Aspekt, der nicht nur wirtschaftlich ist. Junge Leute, die keine Perspektive sehen, sind das Zielpublikum für revolutionäre Aufrufe. Und in Frankreich sind die Renten bzw. Pensionen sehr hoch. Und deswegen möchte Macron denen, die in Pension sind, etwas wegnehmen, also die werden wahrscheinlich die Renten kürzen, um sie in Projekte für junge Leute zu stecken, damit die Aussichten auf Arbeitsplätze haben. Und dabei ist er jetzt seltsamerweise, hat er die genau andere Richtung eingeschlagen, als im großen Bild, wo er ja mehr auf Privatisierung oder die Handhabung aus pragmatischen Gründen, praktisch wie eine Firmenleitung, so wie man ihn versteht, will er Europa eigentlich wie so ein Konzern leiten. Aber hier ist er plötzlich ganz andersrum. Das muss man mal sehen, das ist sehr merkwürdig. Denn
die Reform der Arbeitslosenversicherung und die Bildung, die berufliche Bildung und so weiter, die war bisher ja in Frankreich nur staatlich garantiert, wurde aber von den, wie sagt man da, Sozialpartnern verwaltet. Also man bekam seine Arbeitslosenversicherung nicht direkt vom Staat, sondern von den Firmen, von Versicherungen und so weiter und so weiter. Und das will er jetzt alles komplett wieder in Staatshand übernehmen. Das soll komplett unter staatliche Obhut kommen und auch vom Staat verwaltet und ausgezahlt werden. Und die Gewerkschaften und Arbeitgeber, die das bisher verwaltet haben, hätten, und diesen Vorwurf macht er, jetzt jahrzehntelang diese Politik des Verwaltens zum Lasten des Staates und der Staatsfinanzen betrieben. Und das seien am Schluss mehr als 30 Milliarden Euro gewesen, die da an Schulden aufgetaucht oder zusammengekommen sind. Also im Prinzip wirft er denen damit auch Misswirtschaft vor. Da andererseits will er diese Arbeitslosenversicherung auch auf Selbstständige jetzt ausdehnen, was bisher nicht der Fall ist, bei uns ja auch nicht. Ne? Also du kriegst ja als Selbstständiger nichts, außer du hast gar nichts mehr, dann kommst du unter Hartz IV. Aber das will er in Frankreich jetzt auch machen. Und auch Beitragszahler, also Leute, die einzahlen in diese Versicherung und von sich aus eine Stelle kündigen, bekommen das. Das ist natürlich ein Anreiz, den er ganz bewusst macht. Denn bisher war das ja so, dass selbst wenn du an einer Stelle warst und eine Position im Beruf hattest, wo du nicht zufrieden warst, hattest du auf der einen Seite immer noch diese ewige Garantie, dass du praktisch unkündbar warst. Also einen Arbeitnehmer rauszusetzen, ist sehr, sehr schwer. Auf der anderen Seite eben das Problem, dass du, wenn du gekündigt hast, keine Arbeitslosenhilfe bekommen hast. Wenn er also diese beiden Dinge ändert, schafft er natürlich einen Anreiz, dass Leute leichter bereit sind, einen Arbeitsplatz aufzugeben. Na, das ist schon mal nicht von der Hand zu weisen. Das kann ich mir gut vorstellen. Er nennt das ganze Ding ein System de Flexi-Sécurité, der flexiblen Sicherheit. Und hat wohl offensichtlich sich da aus Skandinavien Anreize und Beispiele genommen, so wie es aussieht. Und er will die Beiträge der Beschäftigten zur Arbeitslosen- und Krankenversicherung langfristig streichen, das kommt noch dazu, und über die Steuern finanzieren. Er sagt, Krankheit und Arbeitslosigkeit sind keine persönlichen Risiken mehr. Die Nachkriegszeit, sagt er, als man die Sozialversicherung an die Arbeitsverhältnisse gekoppelt hat, das sei anachronistisch, das sei vorbei, das seien heute, wie sagte er, gesellschaftliche Risiken und die müssten durch nationale Solidarität abgefedert werden. Das ist dann doch wieder erstaunlich, ne? Das erinnert eher an Wohlfahrtsstaat oder in Kanada haben sie es, glaube ich, auch mit Steuermitteln. Ja, da machen die das auch. Die machen das meiste in Kanada über Mehrwertsteuern. Die sind da auch relativ hoch. Erinnert wirklich an Skandinavien. Ich meine auch dieses Flexicurity-System, als man noch diese Lissabon-Strategie hatte, EU zum wettbewerbsstärksten Raum der Welt zu machen, da hat man das, glaube ich, auch diskutiert. Also besser die Leute absichern, wenn sie arbeitslos sind, aber den Kündigungsschutz lockern. Ich glaube, das gehörte, waren auch Dinge, die da diskutiert wurden, wo man auch Dänemark als Vorbild hatte, unter anderem. Ja, ganz genau. Und das will er jetzt im großen Maßstab einführen. Und wie gesagt, auch noch, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, wird den Rentnern, die ja in Frankreich gut gestellt sind, etwas abgenommen. Und da argumentiert er ja auch wieder, wie wir das jetzt so kennen, über die emotionale Schiene und sagt, die Armen sind heute normalerweise nicht die Rentner, sondern die Jungen. Also er geht jetzt hier auf diese Armutsschiene und er sagt, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, müssen wir eine starke staatliche Ausbildungsanstrengung unternehmen, vor allen Dingen eben Berufsausbildung. Und das, er sagt, es muss auch nicht jeder auf die Uni gehen,
Das ist Unsinn. Wir haben viel zu viele unbeschäftigte Akademiker, sondern es muss eine gute berufliche Ausbildung geben, sodass, ich sage das jetzt mal, die, die da rauskommen, auch für die Wirtschaft attraktiv sind und bessere Einstellungschancen haben als Leute, die vielleicht hochgebildet sind, aber nichts Praktisches können, um das mal so zu sagen. Und da kritisiert er auch die Sozialpartner, also die Arbeitgeber und die Gewerkschaften und wer da alle so mit drin hängt, dass sie diese Ausbildungsmittel sehr oft für andere Zwecke eingesetzt haben, als den Nachwuchs auszubilden. Das hält er denen vor und jetzt muss eben der Staat zwar in direkter Zusammenarbeit mit den Unternehmen, um zu wissen, welche Ausbildungsgänge sind denn gefragt und welche Ausbildungsgänge haben auch Chancen auf Einstellung. Aber der Staat nimmt das jetzt nach Macron wieder komplett in die Hand. Und Chancengleichheit soll hergestellt werden. Das will er damit auch. Und die staatlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen will er dagegen sehr stark einschränken, weil die im Prinzip von den Kommunen und Vereinen und so weiter bestimmt worden sind. Also die Kommunen haben dann gesagt, ja, wir wollen jetzt hier eine Stelle für, was weiß ich was, Kinderbetreuung oder irgendwelche Aufgaben, die der eigentlich nur der Kommune zugute kamen, staatlich aber als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gegolten haben. Die Kommune aber damit aber zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Leute gespart haben, die im Winter die Straßen geschippt haben. Das haben sie dann alles über staatliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen finanziert, obwohl das eigentlich Aufgabe der Kommunen gewesen wäre. Also man sieht bei Macron auch eine soziale Seite. Andererseits fordert er in seiner Rede auch, dass es EU-weit keine verbindlichen sozialen, fiskalischen, also haushaltseinnahmemäßigen und schutzmäßigen Mindeststandards geben soll. Das heißt, da ist er dann, will er dann scheinbar immer noch einen Standortwettbewerb. Ja, so sieht's aus. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, ich empfinde das, was er da sagt, ist entweder sehr, sehr taktisch gemeint, dass er weiß, er kann das also nicht überall bei allen gleich machen. Andererseits fordert er also überall anders wieder, dass das vereinheitlicht wird. Also es scheint mir der Pragmatismus doch letztendlich dann auch sehr inkonsequent zu sein. Er argumentiert oft moralisch. Vielleicht weiß er auch, eben aus diesem Pragmatismus, dass man an bestimmten Stellen Dinge einfach nicht so machen kann, wie sie in ein Denkkonzept passen, sondern dass man das halt anpassen muss. Aber es hat irgendwo in der großen Linie schon eine gewisse Konsequenz, eben diesen Pragmatismus, der sich überhaupt nicht auf wirklich, wie soll ich das ausdrücken, staatsphilosophische Rechtsgrundsätze einlässt und die bis in die Tiefe durchdenkt, sondern einfach postuliert, das machen wir jetzt so, das brauchen wir jetzt so und die Zukunft erfordert das jetzt eben einfach von uns. Da argumentiert er, also für einen Staatsrechtler, der kann sich nur noch die Haare ausreißen, wenn er das hört, was hier propagiert wird und die Richtung ist. Und auf der anderen Seite macht er dann aber auch wieder sehr soziale Sachen, die auch durchaus umsetzbar erscheinen, die aber dann auch keinem großen, konkreten Prinzip folgen. Das ist sehr erstaunlich. Und die Verwaschenheit, die er oft bringt, da kann man dann nur interpretieren. Ich habe zu deinem Artikel noch eine Frage. Ja? Ich habe ihn so verstanden, dass es künftig möglicherweise keine Wahlen auf Bundesebene der Mitgliedstaaten mehr geben wird, wenn Macrons Vision der EU verwirklicht wird? Oder meinst du das in der Form, dass dann so viel nur noch ganz wenig Macht ist, was auf der Bundesebene der Mitgliedstaaten entschieden wird? Ja, also er sagt das ja nicht ausdrücklich so, es gibt es keine Wahlen mehr, keine Parlamente mehr und so weiter. Das sagt er ja nicht ausdrücklich. Er sagt,
alte Regeln müsste man überdenken und faule Konsense oder Kompromisse in Frage stellen. Und er kündigt dann, wie sagt er, demokratische Konvente an und sagt, ja, die würden in Frankreich und in den Ländern, die es wünschen, stattfinden. Das ist also völlig frei. Die Bürger können über Europa debattieren und können neue Linien festlegen. Also frei zustande kommende Versammlungen, Konvente und Debattierclubs werden hier, das hat er wirklich gesagt, praktisch eingeladen, neue Richtlinien, neue Projekte beschließen, vorzuschlagen, in gemeinsamen Gesprächen zu erkunden. Und sagt dann auch noch, wir müssen erfindungsreich sein. Wir müssen uns ein Europa unterschiedlicher Formate ausdenken und zusammen voranschreiten mit denen, die dazu bereit sind, ohne von den Staaten behindert zu werden, die langsamer sind oder weniger weit gehen wollen. Da frage ich mich wirklich, was sollen denn das für Strukturen sein? Also was mir dazu einfällt, ist, wenn man die Verträge der EU ändern will, da müssen ja alle Staaten dazu Ja sagen. Also erstmal alle Regierungen, dann alle nationalen Parlamente zustimmen und dann alle Präsidenten das noch ratifizieren. Und nach der Zustimmung der Parlamente kommen dann in manchen Ländern dann wahrscheinlich noch die jeweiligen Verfassungskläger, die dann denen dann das eine oder andere dann vielleicht zu weit geht, wo sie zu tiefe Grundrechtseingriffe sehen. Aber wenn jetzt nur einzelne Staaten vorangehen wollen, also was ich da kenne, ist der sogenannte Raum der erweiterten Zusammenarbeit. Also einmal können die ja unabhängig von der EU miteinander Verträge machen, das ist die eine Sache. Da dürfen dann aber keine Institutionen der EU mitwirken. Oder der Raum der erweiterten Zusammenarbeit, das ist, die machen Verträge untereinander, also außerhalb des EU-rechtlichen Raums. Wenn da Institutionen der EU, wie die Kommission, der EuGH, oder der Ministerrat da was zu sagen haben sollen über den Strukturen, die sie da schaffen, da muss das Europaparlament vorher zustimmen. Das nennt man dann Raum der erweiterten Zusammenarbeit. Und das darf man nur für bestimmte Dinge auch machen, die in den Verträgen drinstehen. Ansonsten geht das nur außerhalb der EU. Tja, ich habe aber den Eindruck, dass er genau dieses Regelwerk mit seinen komischen, was heißt komisch, dass er dieses Regelwerk unterläuft. Wir müssen erfindungsreich sein und in Europa unterschiedlicher Formate ausdenken. Das Ganze hört sich für mich an, als könnten sich da jetzt einfach, ich sage jetzt mal, NGOs beliebig bilden, aus sich heraus beliebig über Themen, Projekte, Vorhaben, was der Kuckuck was diskutieren, sagen, ja, wir machen das jetzt mal so, wir finden das super. Und dann machen die das einfach. Und zwar ohne dass die Staaten da überhaupt gefragt werden, tun aber Dinge, die eigentlich Sache staatlicher Lenkung, staatlicher Programme und so weiter wären. Also das hat den Anschein, dass er zwar weitgehend die institutionellen Strukturen unangetastet lassen will, diese institutionellen Strukturen aber von innen her völlig ausgehöhlt werden dadurch, dass man beliebige private Strukturen in privaten Kreisen, also so eine Art NGOs, gründen, zusammenrufen kann, aktiv darin werden kann, sich Partner freisuchen kann, quer durch Europa und auf dieser Grundlage Dinge laufen können. Wenn man das dumm ist, ist es ja nicht, wenn du siehst, was NGOs heute so machen können. Sieh dir doch mal an, was diese im Mittelmeer operierenden NGOs machen, die da Flüchtlinge aus dem Meer angeln. Natürlich wird da niemand sagen, ja, dann eben nicht, dann ertrinken sie. Die würden ja gar nicht erst losfahren, wenn sie nicht wüssten, dass sie aufgegabelt werden. Das sind keine staatlichen Sachen. Das ist auch nicht irgendeine Marine, die das macht, sondern die tun sich zusammen. Und es haben ja auch die Identitären genauso gemacht. Die haben gesammelt für ein Schiff, diese Seastar, mit der sind sie losgebrettert. Da hat man ihnen zwar einiges an Problemen in den Weg gelegt, aber sie haben genauso auf eigene Faust gehandelt. Und das stellt er sich offensichtlich vor, dass diese privaten
völlig freien Strukturen, völlig ungebremst Dinge tun können, die eigentlich bisher so nicht machbar waren. Und dann wird und erodiert das staatsrechtliche Gefüge der Nationen, der europäischen Kommissionen und Institutionen eigentlich zu einer reinen Oberfläche, die da noch übrig bleibt und immer weniger wird. So sehe ich das. Ich bin mal gespannt, wie er das meint. Vielleicht meint er auch, dass sie einen politischen Anstoß geben sollen, der führen soll, vielleicht doch in Richtung eines Staates EU, dass die Staaten ihre Verfassungen überarbeiten sollen. Ich weiß es nicht, ob er das meint oder ob es immer um konkrete Projekte geht. Also das kann ich dir so auch nicht. Ich kann ja nur sagen, wenn man das durchgeht und durcharbeitet, was sagt der denn jetzt eigentlich hier? Und da muss man eben einfach sehen, dass er unter Souveränität nicht das versteht, was du jetzt aus staatsrechtlich ganz klarer Sicht genau definiert verstehst, sondern einfach, dass er sagt, Europa ist die einzige echte Perspektive für die Sicherung echter Souveränität, die sich für ihn darin äußert, dass man Herr über Krieg, Frieden und sein Handeln ist. Und er sagt ja selber, l'Europe seul peut et en mot assurer une souveraineté réelle. Nur Europa kann, in einem Wort gesagt, eine reale Souveränität sicherstellen, heißt das. Und damit führte die Souveränität, das Konzept Souveränität, auf eine ganz simplen Kern- und Bezugsgröße zurück. Hier ist es eben nicht ein Volk und eine Nation, die sich einen Verhaltensregel und einen Rechte- und Wertekatalog in Form einer Verfassung gibt, souverän gibt und sagt, wir, das Volk, einigen uns auf diese Grundregeln, die wir jetzt unsere Verfassung nennen, und aufgrund dessen machen wir eine Legislative, eine Judikative, eine Exekutive, und der unterwerfen wir uns durch freiwillige Übereinkunft und haben somit einen völkerrechtlich konstituierten Staat hergestellt, sondern er geht genau andersrum. Er sagt, die Bezugsgröße ist überhaupt kein Volk, sondern das ist Europa. Und das ist eben ein ganz anderes Konzept. Und wenn er sagt, die Souveränität beziehe ich auf Europa, überlässt er auch denen, die für die Nation sind, gar nicht mehr diesen Begriff Souveränität. Er nimmt den einfach weg und sagt, ich projiziere diesen Begriff Souveränität auf Europa, weil nur Europa in der Lage ist, sich zu behaupten, zu tun, was es will. Und dann eröffnet er dabei, das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, er eröffnet damit eine Diskussion über die Plausibilität und Nachprüfbarkeit echter Souveränität. Damit ist diese Diskussion von ihm eröffnet worden. Und er hat auch gesagt, es gibt 6 Schlüsselaspekte. Les 6 clés de la souveraineté. Das ist Sicherheit. 1, also Sicherheit. Migrationsbewältigung und Grenzschutz. Nummer 3, eine Mittelmeer- und Afrika-gerichtete Außenpolitik. Nummer 4, ökologische und nachhaltige Entwicklung. Nummer 5, dem digitalen Wandel entsprechende Innovations- und Regelungsansätze. Nummer 6, Europa bzw. er meint die Eurozone als Wirtschaft und Währungsmacht. Das sind alles Dinge, die sind praktisch wichtig. Und die jetzige Konstruktion der EU ist zum Beispiel nicht in der Lage, Sicherheit herzustellen, sein Punkt 1. Die Migrationsbewältigung und den Grenzschutz zu leisten, sein Punkt 2. Die Mittelmeer- und Afrika-gerichtete Außenpolitik ist ein Desaster, das ist sein Punkt 3. Ökologische und nachhaltige Entwicklung kann sich auch niemand einigen, das ist sein Punkt 4. Dem digitalen Wandel entsprechende Innovations- und Regelungsansätze sind in Europa bisher oder in der EU auch Kraut und Rüben, und gerade Frankreich hinkt da wahnsinnig hinterher. So, und dann Europa, die Eurozone als Wirtschafts- und Währungsmacht, das ist doch ein Hühnerhaufen. Also wenn du jetzt ganz ehrlich bist, seine 6 Schlüssel zur Souveränität, das jetzige Europa eines zerstrittenen Haufens von Nationen kann diese Forderung von ihm nicht erfüllen.
damit kann er punkten. Was das alles sonst noch für Nebenwirkungen hat, brauchst du mir nichts zu sagen. Aber wenn er dieses als sechs Schlüssel der Souveränität hinstellt und man hört sich das an, klingt das plausibel. Das muss man einfach ihm lassen. Das ist nicht dumm, was er da bringt. Mir fällt noch eine weitere Sache ein zum Thema EU-Armee. Das hat er da gar nicht angesprochen. Im Lissabon-Urteil hat das entschieden, wenn die EU eine gemeinsame Verteidigung haben will, und das steht auch im EU-Vertrag so drin, Artikel 42 Absatz 2 unter Absatz 1, dann muss der Europäische Rat das beschließen, also das Gremium der Regierungschefs, und die nationalen Parlamente müssen da alle noch zu Ja sagen. Und Letzteres ist noch überhaupt nicht passiert. Das hat er jetzt gar nicht angesprochen, wann man denn diesen Schritt geht, wie weit kann man das alles zusammenmischen, bevor man sagt, so, jetzt ist die Schwelle zur gemeinsamen europäischen Verteidigung, jetzt müssen mal die nationalen Parlamente gefragt werden. Kein Wort dazu in seiner Rede. Kein Wort, völlig richtig. Habe ich nämlich genau nachgesucht, weil ich ja wusste, dass wir heute Abend sprechen. Ich habe das ganze Ding nochmal durchgesucht. Ich habe das auch nicht gefunden. Also ich kann mir nur vorstellen, dass er diese Dinge in ganz kleinen Schritten, die keinen so richtig in der Salamitechnik einfach löst, indem das am Schluss einfach so ist. Ich meine, auch Frau Merkel hat nach Dafürhalten von Juristen und Staatsrechtlern das Recht mehrfach gebrochen mit all dem, was sie getan hat. Aber es juckt ja auch in Wirklichkeit niemanden. Sie ist ja sogar wiedergewählt. Ich wollte noch eine Sache sagen zum Thema EU-Verteidigungspolitik. Ja. Dass man da einfach drüber hinweggeht. Also diese gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, die steht im EU-Vertrag. Und wenn man sich das mengenlehremäßig vorstellt, da gibt es die Untermenge von der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, gibt es die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und was die EU unter Sicherheitspolitik versteht, das ist praktisch Militäreinsätze in Drittländern und gemeinsame Verteidigungspolitik, das ist Bündnisfallklausel und EU-Armee. Und nach dem schrecklichen Attentat vom 13.11.2015 in Paris hat man die Bündnisfallklausel angewandt, obwohl die genau wie die EU-Armee erst noch von allen nationalen Parlamenten hätte bestätigt werden müssen, dass man gemeinsame Verteidigungspolitik will. Da hat man eine ungültige Bündnisfallklausel angewandt. Deswegen stelle ich mir die Frage, ob man da genauso drüber hinweg trampeln will, wenn man jetzt die EU-Armee macht. Ja, da gehe ich mal von aus. Man wird allerdings nicht trampeln, sondern robben, sich vorwärts robben, um das Bild mal aufzugreifen, was du sagst. Davon gehe ich auch aus, ja. Man wird das gar nicht, das ist so dieser Hummer im Kochtopf. Ne? Es wird langsam die Temperatur erhöht. Und bis der Hummer merkt, dass er jetzt eigentlich schon gekocht wird, ist er so schwach, dass er nicht mehr rauskommt. Das ist, denke ich, die Marschrichtung. Ich habe gerade auch Syrien erwähnt. Präsident Macron sagt ja, er will mit allen reden. Es hört sich ja so an, obwohl er Richtung EU-Armee gehen will, dass er selber eigentlich eher eine friedliche, Diplomatie betonte Haltung hat. So wirkt das auf mich. Und andererseits spricht er von Syrien, von roten Linien. Bezüglich Chemiewaffeneinsätze und humanitärem Zugang. Ist er da eher Interventions- oder eher Diplomatie betont? Also ich würde sagen, von dem, was man da lesen kann in seiner Rede, ist er eher Diplomatie orientiert. Also im Vorfeld von seiner Rede ist ja sehr viel auch in den französischen Medien geschrieben worden, was er denn wohl dazu sagen würde. Und man hat von großen Überraschungen gesprochen. Aber was er dann wirklich gesagt hat, war gar nicht so krass, sondern eher diplomatisch. Er sagt also, man müsse, zum Beispiel sagt er, wir müssen die Methode ändern. Und damit sagt er ja schon, dass er mit der Vorgehensweise von seinem Vorgänger François Hollande brechen würde. Denn Hollande hat ja damals gesagt, er wird also nicht mit Bashar al-Assad verhandeln, sondern hat einfach Luftschläge angeordnet. Und Macron ist auch hier jemand, der jetzt mehr auf
Effizienz und Pragmatismus setzt. Man muss allerdings auch sagen, dass sich ja nun herausgestellt hat, dass nach allen Bemühungen und dem fürchterlichen Leiden der Bevölkerung, Blutvergießen und Terroristen en masse in dem Land, das Einzige, was sie nicht erreicht haben, ist, dass Präsident Assad vom Thron gejagt werden konnte, sondern er sitzt sicherer als je zuvor. Das hat er natürlich Russland zu verdanken. Ohne die Russen wäre er wahrscheinlich tatsächlich weg, aber es hat halt nicht geklappt. Und das war eben alles nicht effizient, sondern hat die ganze Sache in ein fast nicht lösbares Desaster verwandelt, was jetzt durch das russische Eingreifen ganz klar in die Richtung gegangen ist, dass jetzt die letzten Nester von IS-Terroristen noch gereinigt werden. Sogar der saudische Kronprinz spricht jetzt davon, dass dieser Extremismus ein Ende haben muss. Und hier ist auch genau so. Hier Macron will hier effizient handeln und moralische Paradigmen spielen für ihn nicht so die Rolle. Auch hier, Pragmatismus ist sein Credo und so nach dem Motto, man muss seine moralischen Ansprüche und Grundsätze so hochhängen, dass man bequem unten drunter durch kann. Ne? Also wenn es der höheren Sache dient und er hat ja Frieden nun als eins der Gemeingüter definiert, also muss er jetzt hier Frieden und Stabilität in Syrien, ja, das brauchen wir jetzt. Und das ist eine der vitalen Interessen Frankreichs. Man darf auch nicht vergessen, dieser ganze IS-Terrorismus ist ja nicht da unten geblieben, sondern ist ja nach Europa eingesickert und die Franzosen haben große Probleme damit. Er muss ja nun auch dieses Friedens- und Sicherheitsversprechen, was er in seiner Rede gegeben hat, doch zumindest mal bemerkbar versuchen einzuhalten. Und er wird das nicht können, wenn er nicht hier effizient und pragmatisch handelt. Und dazu gehört, sehr schnell Frieden im Nahen Osten herzustellen, einen weiteren Flächenbrand zu verhindern und im eigenen Land den Rücken dann frei zu haben, um diese Kräfte zu neutralisieren, die ihm ansonsten alles wegfetzen werden. Also er sagte ja auch ausdrücklich, dass die Beseitigung dieses islamistischen Terrorismus zu den vitalen Interessen Frankreichs gehört und daher auch Frieden und Stabilität in Syrien. Und deswegen bildet er auch da wieder eine internationale Kontaktgruppe oder sorgt dafür, dass eine solche internationale Kontaktgruppe mit allen Akteuren, auch hier haben wir das wieder, mit allen Akteuren in Syrien und Umland verhandeln soll. Den Namen Assad findest du allerdings nicht. Das hat er nicht gesagt. Und er sagt dann auch noch, sollte Syrien eines Tages mit europäischer Hilfe wieder ein Rechtsstaat sein, so müsse die Justiz alle Kriminellen zur Rechenschaft ziehen, auch die Staatschefs dieses Landes. Er sagt nicht Assad, aber natürlich, wer ist es sonst? Ne? Ich meine, strafrechtlich muss man dann schauen, wer hat es kommandiert, wenn es jetzt um Kriegsverbrechen geht, dass man Zivilisten bombardiert, was weiß ich, 100 Zivilisten, ein Soldat dazwischen, darf man nicht bombardieren. 100 Soldaten, ein Zivilist dazwischen, ist ein legitimes militärisches Ziel. Die Frage ist, wenn jemand etwas kommandiert, muss es ja nicht immer der Präsident persönlich gewesen sein. Das muss man ja rausfinden. Müsste man eigentlich, ja. Es wäre dann so eine Art Nürnberger Prozess. Ja, also es ist nicht zwangsläufig immer der Präsident persönlich, der etwas angeordnet hat. Ja, er scheint in die Richtung zu wollen, fragt sich nur, wie er das durchsetzen will. Im Zweifel, vielleicht läuft es auf etwas hinaus wie bei dem Präsidenten oder Herrscher Sudans, der auch vom Internationalen Strafgerichtshof, soweit ich mich entsinne, gesucht wird, ja. Aber bisher sich dem entziehen kann, dass im Prozess gemacht wird. Ja, aber das wird auf Dauer wahrscheinlich auch nicht gehen. Irgendwann werden sie ihn erwischen.
Gut, also es ist ja auch gar nichts dagegen einzuwenden, wenn Kriegsverbrechen geschehen, dass die Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist nur sehr auffällig, dass zum Beispiel bestimmte Länder oder bestimmte Staaten oder Staatenbünde sehr viele Kriegsverbrechen schon auf dem Gewissen haben, auch schon über andere zu Gericht gesessen haben, jedoch selber nie vor Gericht gestellt wurden. Ich glaube, da ist ein Problem, dass gerade einige mächtige Staaten beim Internationalen Strafgerichtshof nur Beobachter sind und da mitreden können. Aber dass man nur über den Internationalen Strafgerichtshof zu Gericht sitzen kann, die Staaten, die es auch ratifiziert haben, es sei denn, der UNO-Sicherheitsrat ist sich einig und legt einen Fall vor. Nur bei Nichtmitgliedern wie Syrien kann nur der UNO-Sicherheitsrat das rechtmäßig machen. Ah ja. Okay. Deswegen ist dann bei Syrien nichts passiert und bei Libyen war man sich offenbar im UNO-Sicherheitsrat einig, das Thema Libyen vorzulegen. Ja, das wusste ich gar nicht. Es könnte also sein, dass es eine französische Initiative im Sicherheitsrat geben wird und wenn da jemand Veto einlegt, dann hat Frankreich es wenigstens probiert. Vielleicht geht es in die Richtung. Ja, das könnte ich mir vorstellen, auf dem Hintergrund, was du gerade sagst. Ich kann es mir vorstellen. Es gibt auch Staaten, die berufen sich aufs Weltrechtsprinzip, habe ich in der Le Monde Diplomatique gelesen, und dass zu einzelnen Dingen, die in Syrien passieren, man versucht, in Spanien den Prozess zu machen. Aber da weiß ich nicht genau, wie das rechtlich funktioniert mit dem Bezugspunkt, ob da einer der Täter oder einer der Opfer aus Spanien kommen muss oder irgendwie damit verbandelt sein muss. Da weiß ich nicht, ob das so rechtlich geht. Ich nehme mal schon an. Es gibt ja Länder, ich meine, Malaysia hat ja auch mal in Abwesenheit Tony Blair und wen noch verurteilt, als Kriegsverbrecher verurteilt. Ja, also hat sich zwar keiner drum geschert, aber naja. Das ist die Frage, ob die malaysische Opfer hatten. Das meine ich jetzt so wie hier bei Spanien und Syrien. Ob eine Verbindung ist. Ich wollte noch zu sprechen kommen auf die globalen Gemeingüter, von denen Macron spricht, über seine Haltung zum Frieden. Haben wir ja schon einiges gesagt. Er spricht aber auch von globalen Gemeingütern, Umwelt und Menschenrechte. Worum geht es ihm dabei konkret? Das ist auch so eine Sache, wo er sehr, sehr schön redet, wo man aber nicht wirklich etwas ganz Exaktes erfahren kann. Also das erste gemeinsame Wohl ist der Planet. Das ist also diese vier Gemeinwohle, die du jetzt sagst, das ist also der Planet. Das zweite ist Frieden. Das dritte war Gerechtigkeit und Freiheit. Und das vierte war Kultur. So. Und das scheint mir von den Ausführungen, die er dazu macht, eigentlich eher so zu sein, dass er sich vier Überschriften genommen hat, von denen man sagen kann, ja, das sind Dinge, wo jeder zu nicken würde und sagen, ja, natürlich müssen wir unseren Planeten und die Erde schützen, aber klar ist Frieden eine ganz wichtige Sache und Gerechtigkeit und Freiheit auch ganz furchtbar wichtig. Und Kultur, ja, natürlich, so. Das ist aber alles, bleibt aber alles seltsam schwammig und vage. Bei dem Planetenwohl will er einen Pakt für die Umwelt und den will er bei den Vereinten Nationen präsentieren. Da geht es dann auch eben um Klimaschutz und Umweltschutz und klingt alles sehr schön. Die Frage ist nur, wie verpflichtend ist das und wer verpflichtet sich aufgrund von was und wer sind denn dann die Handelnden, die sich verpflichten, oder stellt er sich das auch so vor, dass dann von oben herunter, von der EU, Kraft seines Amtes, ex cathedra, der große EU, im Prinzip Präsident Macron sagt, Leute, wir müssen jetzt alle Klimaschutz, Umweltschutz, und ich fordere alle Bewohner der EU auf, sich zu engagieren und wieder solche NGOs zu bilden. Oder
Will er da wirklich eine Art Katalog zur Diskussion stellen, wo sich eben dann doch wieder Staaten oder Länder oder wer auch immer verpflichtet? Das ist ja jetzt eben die Frage. Da er ja im Grunde genommen diese Institutionen, diese staatlichen Institutionen aushöhlt, ist die Frage, wer das denn dann verpflichtend unterschreibt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das Zweite ist Gemeinwohlfrieden. Und da kommen dann auch so Sachen wie durch das Europa der gemeinsamen Verteidigung will Präsident Macron der NATO neue Impulse verleihen. Das Bündnis zielt auf die Förderung des Friedens ab. Also da muss ich jetzt sagen, die Förderung des Friedens in der Welt durch die NATO hat mich bisher nicht übermäßig beeindruckt. Ich meine, das Beeindruckendste ist das Einstimmigkeitsprinzip. Naja gut, also schauen wir uns doch mal Ukraine an, Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan. Das sind doch wirklich Oasen des Friedens, in denen die NATO da wirkt, oder? Afghanistan und im begrenzten Maße Libyen würde ich ja zustimmen, dass da die NATO involviert ist. Aber Irak, das war doch eine Koalition der Willigen. Das war doch nicht die NATO, die hat sich doch zurückgehalten. Das war nicht die NATO, aber es war im Prinzip dieselben Verdächtigen. Ne? Da hast du zwar recht, aber das ist jetzt praktisch Förmlichkeit. Und auch in der Ukraine sind jede Menge NATO-Berater und die NATO stattet die ukrainische Armee mit allen möglichen Waffen und auch schweren Waffen aus, die zwar dann, weil der Ukraine an sich auch unglaublich pragmatisch ist, landen viele dieser Waffen, das weiß ich ja von meinen ukrainischen Kontakten, auf der anderen Seite der Demarkationslinie, nämlich im Donbass. Also Poroschenko selbst hat da Waffen an den Donbass vertickt. Und das ist dann auch wieder Pragmatik. Ne? Also ich sehe da nicht so richtig, wie unter Macron die NATO plötzlich zum globalen Friedensengel mutieren wird. Also zumindest sehe ich das nicht. Also es scheint so zu sein, man möchte Eingreifmöglichkeiten haben, aber man macht vorrangig Diplomatie. Es scheint keiner von denen zu sein, die leichtfertig Weltkriegsrisiken anstoßen. Ja, das würde ich ihm jetzt auch nicht unterstellen. Das stimmt. Aber also die NATO jetzt als Paradebeispiel für eine Friedenstruppe hinzustellen, also überzeugt mich jetzt nicht unbedingt. So, dann haben wir noch das dritte Gemeinwohl, Recht, Gerechtigkeit und Freiheit. Und da kommen dann all diese Dinge, die er so aufzählt, Achtung der menschlichen Person, religiöse Toleranz und Meinungsfreiheit und die Stellung der Frau, die Pressefreiheit, Respekt für bürgerliche und politische Rechte, das sind alles universelle Werte. Jetzt muss ich aber sagen, ja, also zum Beispiel bürgerliche und politische Rechte, da, was sind das für Rechte? Sind das die Rechte, die in der jeweiligen nationalen Verfassung verankert sind? Sind das völkerrechtliche Dinge? Sind das das, was wir unter der Charta der Menschenrechte verstehen? Was sind das für bürgerliche und politische Rechte? Das bleibt eigentlich so im Wagen hängen. Doch, das kann ich sagen. Also es gibt halt mehrere Generationen von Menschenrechten. Und es gibt also zwei große Traditionen von Menschenrechten. Die erste war praktisch die liberale, bürgerliche Menschenrechte. Da ging es darum, im Wesentlichen Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit und Eigentum zu schützen. Also alles, was so Richtung praktisch Freiheit geht, Leben, Unversehrtheit, Eigentum, aber außer der Würde eigentlich nichts Soziales. Also nur ganz minimalistisch was das Soziale. Und dann aufgrund der Gewerkschaftsbewegung dann die sozialen oder auch wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen genannt. Und da ist mir aufgefallen, von denen hat er nichts genannt. Ja, das stimmt. Das, jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch auf. Ich habe mich halt nur daran gestoßen, dass er
die politische Philosophie, die hinter bürgerlichen und politischen Rechten steckt, eigentlich überhaupt nicht, auf was für Rechte will man sich da stützen? Das hat mich ein bisschen irritiert. Das klingt so beliebig. Also er spricht vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der ist für die von dem Europarat zuständig. Im Europarat gibt es die Europäische Menschenrechtskonvention. Da sind die politischen und bürgerlichen drin. Also aus der... Und die Sozialen kann man beim Europarat gar nicht einklagen, sondern können nur NGOs sich beschweren. Also er sagt, hat sich aber, glaube ich, nicht festgelegt, auf welche politischen und bürgerlichen Rechte er sich insgesamt überhaupt nur konzentriert, ja, sondern die hat er, glaube ich, genannt so als Schwerpunkt, so habe ich das verstanden. Ja, das ist richtig, nur wo sind die verankert in einem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, Beliebigkeiten, privaten Aktivisten und NGOs? Also für mich, wenn ich diese Rede lese, gerät da vieles ins Schwimmen. Worauf beruft wer sich wo und wer entscheidet das? Ja, gut, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, den hat er genannt, aber letztendlich muss das ja auch auf anderen Ebenen darunter schon geregelt werden, denke ich mal. Und da haben wir bisher ja nun klare Gesetze, gesetzliche Regelungen, Verfassungsgesetze, Grundrechte und so weiter und so fort in den einzelnen Ländern, auf die sich die Bürger berufen können. Und das gerät mir hier so ein bisschen alles ins Rutschen. Auf die sozialen Grund- und Menschenrechte hat er sich nicht berufen. Das fällt mir auf. Da fühlt er sich scheinbar, ja, da möchte er den Blick scheinbar nicht so drauf lenken, ist mein Eindruck. Ja, das könnte gut sein, weil er da ja auch die Axt anlegen wird, ne? Also da wird er sicherlich Probleme kriegen, wenn er wirklich hart durchgreifen will, um die Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs und Europas in der Welt durchzusetzen. Das kann ich mir vorstellen, zumindest vorstellen. Ja, gut. Jetzt haben wir auch schon 10. Jetzt haben wir noch dieses vierte gemeinsame Wohl, ist die Kultur. Und da ist mir der Satz aufgefallen, dass er sagt, es gäbe keine französische Kultur, aber Kultur in Frankreich. Und das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Also ich denke mal, Kultur ist dann, erscheint die Kultur als die Tätigkeit von Menschen zu definieren. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ach, wir brauchen hier Kultur und wir machen jetzt hier mal in unserer Stadt ein richtig schönes Kulturfest und holen alle möglichen Musiker aus allen möglichen Ecken, dann ist das sicher auch Kultur. Aber zu sagen, was ist denn jetzt eine spezifische Kultur, also große deutsche Philosophen oder große französische Philosophen, was ist die französische Philosophiekultur, was ist die französische darstellende Kunst, all das scheint mir losgelöst jetzt zu sein von der regionalen, historisch gewachsenen Kultur eines Volkes, eines Kulturkreises, der auch mit der Abstammung und der Entwicklung über die Jahrhunderte zu tun hat, sondern er scheint sich mehr hinzubewegen mit seinem Kulturverständnis auf das Wahre, Gute und Schöne, was jetzt einzelne Menschen ganz aus sich heraus einfach mal veranstalten, was auch immer es sei. Das ist dann Kultur. Also wir machen jetzt Kulturtage und was können wir denn da mal machen? Und wen laden wir denn mal ein und was haben wir denn da mal für Ideen? Das ist schon was anderes, als ob du, ich sag jetzt mal, in Dresden in die Semperoper gehst und dort Tannhäuser guckst. Dann hast du, also angenommen, ich bin jetzt ein Asiate. Ich möchte Kultur in Europa kennenlernen. Dann möchte ich doch sehen, wie ist denn das in Rom? Was haben die Italiener? Dann möchte ich in der Arena di Verona die Aida sehen und das als eine ganz tolle Erlebnis italienischer
hochstehender Kultur feiern. Das ist etwas anderes, als ob ich jetzt in Schleswig-Holstein ein Fest der Kulturen, wo zufällig Gruppen aus der ganzen Welt kommen und da mal eine Woche richtig lustig Rambazamba machen. Weißt du, was ich meine? Klar. Ich denke, das ist vielleicht auch nicht sein Schwerpunkt. Vielleicht spricht er die Kultur an, um die Leute bei ihren Gefühlen abzuholen. Ja, da könntest du recht haben. Das glaube ich, sehe ich auch so. Aber da gehen natürlich dann auch geisteswissenschaftliche und kulturwissenschaftliche Entwicklungen irgendwann unter. Vielen Dank fürs Interview.